Willkommen zur neuen Videoreihe Gravelbike Tuning Pimp My Gravelbike. Ich freue mich total, endlich mal wieder das Cube Nurod hier rausgeholt und wir werden uns jetzt hier Video für Video durcharbeiten und werden uns gemeinsam anschauen, was kann man an seinem Gravelbike verbessern, was macht wirklich Sinn, was vielleicht nicht so viel, wo ist die Preis-Leistung gut, das werden wir uns alles anschauen. Und ich habe mir gedacht, Sicherheit geht vor, Safety first, und heute fangen wir mal bei den Bremsen an. Und mir ist es auch wichtig, dass es jeder theoretisch einfach zu Hause nachmachen kann. Klar, es kommt dann immer auf den Preis auch drauf an, aber jetzt beispielsweise in dieser Folge hier ist, glaube ich, spannend für euch. Gerade weil ja die Bremse auch ein Verschleißteil ist, also früher oder später müsst ihr diese Komponenten, die wir heute besprechen werden, sowieso austauschen. Und da bietet es sich dann eventuell an, was bisschen Hochwertigeres zu verbauen. Wir haben hier zum einen die Shimano Icetec Bremsscheiben neu und die Bremsbeläge von Absolute Black. Graphenpads mit so einem Kühlrippendesign, also ganz was Besonderes. Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen, was das wirklich bringt. Absolute Black hat mir die Bremsbeläge netterweise zur Verfügung gestellt und das ist auch gut für euch. Ihr könnt nämlich auch einen Satz gewinnen. Wir haben... Jetzt fährt ein Zug vorbei. Klingel am Gravelbike, auch absolute Empfehlung. Auch Tuning werde ich aber kein eigenes Video dazu machen. Ich habe sie euch unten verlinkt. Absolute Black hat netterweise ein zweites Paar Bremsbeläge für Shimano-Scheibenbremsen dazugelegt. Schreibt einfach unten in den Kommentar rein. Abonniert diesen Kanal und folgt auch auf Instagram. Schon seid ihr am Gewinnspiel dabei, werden wir dann bald bekannt geben. Und dann kann einer von euch da draußen auch die Bremsbeläge von Absolute Black testen. Hüpfen wir mal kurz rüber ins Studio, dann bauen wir das mal gemeinsam um und dann sage ich euch, warum ich mich für diesen Umbau hier bei der Bremse entschieden habe und ob das für euch auch genau das Richtige ist. Ich habe mir zum einen hier als Ersatz neue Bremsbeläge geholt, die dann hoffentlich einiges einen Unterschied machen werden. Die haben so ein ziemlich einzigartiges Design hier mit diesen Kühlrippen da oben dran. Werde ich euch gleich in Ruhe nochmal zeigen. Neue Bremsscheiben habe ich natürlich auch passend dazu. Und jetzt wollte ich euch aber nochmal kurz die alten Bremsbeläge zeigen, weil die sind schon wirklich ziemlich runtergefahren. Ja, sowohl vorne als auch hinten waren die Bremsbeläge wirklich schon an der Verschleißgrenze. Ja, ich bin bis jetzt immer den Original GRX Bremsbeleg gefahren, überhaupt nichts Besonderes. Der K03S, glaube ich, heißt der, ist einfach ein organischer Bremsbelag, also aus Kunstharz besteht es, mit so einzelnen Kohlenstoffen integriert. Wenn man da mehr Power möchte, dann gibt es auch noch metallische Belege, also sogenannte Sinter-Bremsbelege. Hat man natürlich einiges mehr an Bremspower, aber auch einige Nachteile, wie beispielsweise ein erhöhtes Quietschen. Wenn wir dann nachher nochmal drauf eingehen, wenn ich euch die Graphenpads, die glaube ich so ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal da haben, zeige. Jetzt noch kurz was zu den Bremsscheiben und dann würde ich sagen, wechseln wir das Ganze mal aus. Ich zeige euch das dann in Ruhe und machen wir gemeinsam eine Probefahrt und schauen, ob sich das wirklich besser bremst. Ich habe mir hier von Shimano die Icetec Bremsscheiben gekauft. Werden wahrscheinlich viele von euch kennen, an den teureren Rädern sind die auch schon serienmäßig dran. Schauen wir uns mal an, wie die Teile wirklich ausschauen und dann werden wir sie gemeinsam ans Radl schrauben. So, dann würde ich sagen, verbauen wir mal die neuen Bremsbeläge. Ich habe ja die alten schon rausgegeben. Ich gebe jetzt das Fahrrad mal kurz auf den Fahrradständer, dass wir da ein bisschen freiere Hände haben. Dann werden die Bremsscheiben gewechselt und dann die neuen Belege eingesetzt. Übrigens, ich glaube, das wissen eh alle von euch, aber wenn die Bremsbeläge draußen sind, natürlich nie hier am Hebel ziehen, weil sonst drückst du die Kolben raus und ihr habt dann Stress und müsst sie erst wieder mühsam zurückdrücken. So, ja, das Fahrrad ist jetzt aufgehängt und als nächsten Step werden wir jetzt mal die Laufräder rausmachen. Ja, im Hinterrad ein Tipp, einfach die Kette aufs kleinste Ritzel schalten, dann habt ihr es einfacher und noch einfach das Schaltwerk so nach hinten wegdrücken. Und bei der GRX auf jeden Fall aufpassen, dass nicht diese Käfigspannung hier aktiviert ist, weil dann lässt er sich nämlich nicht bewegen. Ich muss jetzt hinten noch ein bisschen mehr aufpassen, weil ich dann nämlich diese zweiteilige Steckachse für meinen Gepäckträger drin hatte. Werde ich euch dann bald mal in einem anderen Video zeigen. Ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooles Gadget, muss ich sagen, und eine super smarte Lösung. Thank you.
So, die Bremsscheiben haben wir jetzt gewechselt. Das ist auch absolut kein Hexenwerk. Das geht ganz flott. Ich habe eigentlich nur diesen Schlüssel hier von Shimano gebraucht. Ansonsten war es total easy. Ich habe jetzt hier das Centerlock-System. So, und jetzt wird es aber spannend. Jetzt werden die Bremsbeläge gewechselt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, habe ich selber auch noch nie gemacht. Aber so schwierig sollte das gar nicht sein. Setzen wir mal die neuen Belege ein. So, dann gehen wir jetzt die Bremsbeläge ein. Hier ganz wichtig, diese Klammer da nicht vergessen. Gleich alles zusammenpacken. Und dann nehmt ihr das einfach so als Paket und gebt es in den Bremssattel rein. Ein kleiner Tipp, ihr müsst den Bremskolben zurückstellen, damit die dickeren Bremsbeläge reinpassen. Die anderen habt ihr ja abgefahren und dann gehen die Bremskolben immer weiter rein. Und anstatt dass ihr da einfach mit dem Schraubenzieher reinfummelt, würde ich euch empfehlen, einfach noch den Reifenheber unterzulegen. Und dann könnt ihr praktisch so gleichmäßig den Druck ausüben und habt nicht das Risiko, dass ihr irgendwie mit dem Schraubenzieher das Innere von eurem Bremskolben verletzt. Und jetzt wird es aber eigentlich erst so richtig spannend, weil jetzt werden wir mal das Hinterrad wieder einsetzen und schauen, ob wir das einigermaßen wieder zum Drehen bekommen. Jetzt schläft's. We like. Ja, wursteln wir uns jetzt mal gemeinsam raus aus Wien. Die großartige Fahrradinfrastruktur macht es ja immer so ein bisschen schwierig. Aber ich bin dann zu einem meiner Hausberge gefahren und habe eine kleine Abfahrt mit euch gemeinsam gemacht. Muss aber dazu sagen, ich habe den Ton jetzt da bewusst rausgenommen, weil die Bremsen noch ein bisschen komisch klangen, einfach weil sie noch nicht ganz eingefahren waren. Ich wollte noch ein paar allgemeine Sachen zum Thema Bremsen-Upgrade jetzt kurz mit euch durchgehen. Einfach weil wir in diesem Video wirklich nur besprechen, wie wir es jetzt in meinem konkreten Fall nur mit neuen Scheiben und neuen Bremsbelägen gelöst haben. Man kann so eine Bremse natürlich auch viel radikaler noch verbessern. Allein schon dadurch, dass man einfach einen neuen Bremssattel dann nimmt. Es gibt ja beispielsweise auch noch die GRX 800er Bremssättel. Oder auch beispielsweise bei der SRAM Explorer habe ich schon mal gehört, dass man da den Bremssattel abmacht und sogar einen von Magura zum Beispiel verbaut. Magura kennt ihr vielleicht aus dem Mountainbike-Bereich, extrem potente Bremsen. Das war mir jetzt aber alles ein bisschen zu aufwendig hier für dieses Video. Genauso die Fraktion, die vielleicht mechanische Scheibenbremsen verbaut hat. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dann der Umstieg auf Hydraulik, alles ziemlich kompliziert. Gerade am Gravelbike, weil man ja nicht über Mountainbike das unabhängig voneinander mit den Griffen machen kann, sondern weil man ja auch immer die Dropbar-Griffe irgendwie mitdenken kann. Das macht es irgendwie alles ein bisschen komplizierter. Und deswegen hier nochmal kurz der Hinweis, dass man sich da noch viel mehr Gedanken machen kann und natürlich auch noch viel mehr mit einem Bremssattelumbau da rausholen kann. Falls da Interesse besteht, können wir da gerne auch nochmal drauf eingehen. Ich muss aber dazu sagen, ich fahre auch oft mit meinem Rennrad mit Felgenbremsen und da bin ich eigentlich relativ abgehärtet. Und solange es eine hydraulische Bremse ist, bin ich da eigentlich ziemlich glücklich damit. Schreibt gerne mal eure Gedanken zu den Themen unten in die Kommentare rein. Ja, dann geht es jetzt ans Eingemachte, Preis-Leistung und wir besprechen, was macht da wirklich Sinn. Und ich gehe jetzt mal hinter, weil dann bin ich nämlich auch im Fokus. Sorry übrigens für die Sonnenbrille, aber ich stehe hier mitten in der goldenen Stunde. Die Sonne scheint auf mich drauf. Jetzt möchte ich aber gar nicht lang rumlabern, sondern reden wir direkt über die Scheibenbremsen. Und da muss ich wirklich sagen, die neuen Scheiben Shimano Icetec zweiteilig, deutlich teurer. Die billigen Scheiben gehen ja irgendwie schon bei 16 Euro oder so los. Die Icetec kriegt man so für... Ich bin mir nicht ganz sicher, ich blende jetzt mal ein, so 30, 40, 50 Euro, glaube ich. Und ich bilde mir aber ein, sie sind eine ganze Ecke stabiler, sie sind nicht nur leichter, was natürlich auch immer gut ist, Gewicht wollen wir immer sparen, aber vor allem sind sie stabiler und ich habe das nämlich mit den billigen Scheiben gemerkt, dass gerade wenn ich mal mein Rad so ein bisschen beim Wiegetritt oder so oder auch beim Kurvefahren ein bisschen in die Seite gelegt habe, dann hat das alles irgendwie so gearbeitet und dann hat gleich die Bremse geschliffen, teilweise aber natürlich nur. Und das ist jetzt hier auf jeden Fall besser und ich meine generell Gravelbikes sind technologisch schon so fortgeschritten, da sollte man gerade bei den Bremsscheiben oder Bremsen finde ich nicht die günstigste nehmen und da bin ich auf jeden Fall happy damit. Sieht auch cool aus. Gibt theoretisch auch viel teurere, wo dann innen so dieser Spider-Körper aus Carbon ist zum Beispiel. Das wäre jetzt alles nochmal eine Ecke zu heftig. Können wir uns vielleicht irgendwann mal anschauen. Aber mir war es jetzt auch wichtig, dass man das so ganz gut nachmachen kann. Ja, das war es ganz kurz und knapp nur zur Bremsscheibe. Ich habe vorne und hinten 160 mm, das reicht mir auch. Und dann kommen wir jetzt aber mal zum größeren Knackpunkt, was ich beispielsweise bei den alpinen Abfahrten auch immer gemerkt habe, dass wenn es dann so Abfahrten von ja, bis zu 1000 Höhenmeter runterging, dass dann früher oder später eigentlich immer
das ganze System überhitzt ist und das dann auch so ein hässliches Geräusch gemacht hat und man hat gemerkt, okay, es ist keine Bremspower mehr da, das ist dann auch das sogenannte Fading. Und der geht dann einfach durch die Abfahrt, gerade beim Bikepacken, wenn man noch Gepäck dabei hat, so viel Hitze in die Bremse rein, die kommt dann nicht mehr raus, die Hitze, und dann nimmt eben eure Bremsleistung eben ab. Und da kommen jetzt auch die Absolute Black Bremsbeläge ins Spiel. Und ich glaube, da scheiden sich jetzt auch so ein bisschen die Geister, gerade auch wegen dem ja doch recht stolzen Preis, den ich euch gleich nennen werde. Aber diese Kühlrippen, die ja dann doch, glaube ich, fast einen Zentimeter oder so rausstehen, also wirklich ordentlich eine ganze Menge, ich sagen, haben mich vom Konzept her total überzeugt, weil die ganze Hitze, die sich so anstaut, die geht ja dann in diese Kühllamellen hoch und der Fahrtwind kühlt dann diese Lamellen ab und das kühlt ja dann den ganzen Belag von außen praktisch ab und sorgt dann dafür, dass die Hitze deutlich besser abgeführt wird. Dann Absolute Black hat es wohl getestet und die Temperatur ist wohl um bis zu 35% weniger als bei herkömmlichen Bremsbelägen, was schon wirklich eine ordentliche Hausnummer ist. Und auch das Fading, was ich gerade beschrieben habe, also dass es dann bei erhöhter Temperatur irgendwie schlechter bremst, das hat man so natürlich auch eliminiert, weil ja die Bremse gar nicht so heiß wird. Das sorgt ja nicht nur für eine bessere Bremsperformance, sondern es ist auch leiser. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt hier in Wien gar nicht so diese mega hohen Berge habe. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich habe jetzt schon einige Abfahrten hier gemacht und bin sehr zufrieden damit, werde aber weiterhin darauf achten und vielleicht bald können wir vielleicht sogar einen Vlog gemeinsam machen. Werde ich mal auf einen höheren Berg rauffahren und ich bin mir aber relativ sicher, dass es auch wirklich gut performen wird. Gerade weil ich ja auch die sehr billigen Belege gewohnt bin, muss ich jetzt auch fairerweise zugeben, ich habe jetzt hier nicht den Wahnsinnsvergleich. Ja, und der zweite Punkt, den ich auch total spannend fand und warum ich mich für diese hier entschieden habe, ist die Tatsache, dass sie eben aus Graphen sind, zumindest zum Teil. Und das ist, glaube ich, für Bremsbeläge ziemlich einzigartig. Normalerweise kann man sich zwischen organischen oder anorganischen metallischen Belegen entscheiden, hat dann die Problematik, da ist dann Kupfer enthalten. Kupfer ist auch gar nicht so gut für die Umwelt. Also das ist eigentlich ein Material, was man nicht unbedingt in seinem Bremssystem haben will, gerade weil das ja alles dann verpufft in Wärme und der Staub und so geht dann in die Luft. Und beispielsweise in Amerika werden ab 2025 auch Bremsbeläge, die Kupfer enthalten, verboten. Also ganz spannend. Ich habe mich ein bisschen reingearbeitet. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es keine Hersteller gibt, die das sonst noch anbieten. Ich habe ein bisschen rumgeschaut. Es gibt in der Automobilindustrie wohl schon Patente und so weiter für Bremsbeläge aus Graphen. Führt jetzt alles ein bisschen zu weit. Fand ich aber spannend und gerade das Verbot in Amerika klingt schon für mich so, als wäre das auch eine Zukunftssache hier. Übrigens auch ganz spannend, fast alle anderen Bremsbeläge sind wohl alle aus Taiwan und diese hier werden in Europa gefertigt. Ich weiß leider nicht wo, kann ich jetzt auch nicht verifizieren, aber es klingt schon ziemlich cool auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zum deutlichen Nachteil, würde ich sagen. Das ist nämlich auf jeden Fall der Preis. Es gibt die Bremsbeläge ab 35 Euro. Dann sind aber diese Lamellen nicht dabei, sondern es sind halt herkömmliche Bremsbeläge, dann die aber halt diesen Graphenanteil haben. Wenn ihr die coolen Kühlungslamellen haben wollt, müsst ihr sogar noch tiefer in die Tasche greifen. 47 Euro habe ich jetzt gerade im Internet gesehen und habe dann aber erst einen Satz. Das heißt, ihr müsst dann zwei Paar kaufen, praktisch vorne und hinten, logisch. Dann seid ihr fast 100 Euro los, nur für die Bremsbeläge. Und das ist schon eine ordentliche Hausnummer, muss man sagen. Und deswegen würde ich das jetzt auch nicht so für jeden als Empfehlung rausgeben. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was man für die restlichen Komponenten bzw. das Rad selber halt ausgegeben hat, wie viel Budget da wirklich übrig ist und wie cool man das findet. Weil ich meine, bremsen könnt ihr ja theoretisch mit jedem anderen Bremsbelag auch. Aber gerade eben das Fading und die verbesserte Kühlleistung hat mich persönlich zumindest bis jetzt sehr überzeugt. Ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was fahrt ihr für eine Bremse? Was habt ihr da für Bremsscheiben und für Bremsbeläge? Habt ihr da schon rumexperimentiert? Habt ihr da vielleicht eine Empfehlung oder irgendwas, was überhaupt nicht bei euch funktioniert hat? Schreibt es gerne unten rein, ist spannend. Ja, und falls ihr schon Erfahrungen mit den Bremsbelägen von Absolute Black gemacht habt, schreibt es auch gerne rein, würde mich total interessieren. Ich habe jetzt die Teile gar nicht gewogen, fällt mir gerade ein, ist ja auch nicht wahnsinnig wichtig. Aber wenn ihr das für die nächste Folge haben wollt, Gewichte, oder wenn ich noch mehr technisch ins Detail gehen soll oder irgendwie auf was Bestimmtes noch eingehen soll, schreibt es gerne unten rein. Die Serie Pimp My Gravel Bike, die wächst jetzt auch erst so langsam. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze spannend. Schreibt es gerne auch rein, was ihr für die nächsten Pimp My Gravel Bike Folgen sehen wollt. Beispielsweise Laufräder könnten wir machen. Ich habe mir mal überlegt, reden wir mal über das Thema Lenker und so. Da kann man wirklich viel umbauen und ich finde, teilweise merkt man auch einen großen Unterschied. Ja, und ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und ich drehe jetzt hier noch eine kleine Runde. 169 km Oberla-Route bin ich gerade. Habe ich euch auch unten auf Komoot verlinkt. Jetzt muss ich mich wirklich abmelden. Ich möchte jetzt hier auch noch fertig fahren. Ein bisschen ist es noch.
Ja, bis dahin eine gute und sichere Fahrt. Euer Wiener Verkehr.